Und willkommen zurück zu Let's Play Enderal. So, wir machen weiter mit der Erkundungstour. Ich befinde mich nicht mehr am Schiff. Ich bin offscreen gerade eben mal schnell hier zum alten Bauernhaus gereist, weil hier gibt es ja auch noch einen riesen Abteil, den wir noch nicht erkundet haben sozusagen. Und da würde ich jetzt gerne hier direkt anschließen und einfach hier weitermachen. Okay, wo kommt denn dieser Harnisch her? Egal. So, da hinten ist der Jeros Haus. Meine ich, glaube ich, oder so. Irgendwie war doch da was. Und da gibt es auf jeden Fall noch die eine oder andere Sache zu entdecken, die ich doch gerne noch mitnehmen würde. Ja. Ich ignoriere dich gekonnt. Ich drücke immer noch die falsche Taste zum Sprinten. So, da gibt es anscheinend wohl eine Art Lager. Und eine Hütte. Wir gehen einfach mal hin. Auch wenn es, so wie es scheint, nur was Kleines ist. Abgebrannte Fischerhütte entdeckt. Ah ja. Friedenskraut gibt es hier, könnte ich schlafen. Und da liegt eine Notiz. Ich habe Ladia gesagt, dass die Banditen gefährlich werden können, aber sie will diesen Ort nicht verlassen. Diese Schweine beobachten jede Nacht unser Haus. Ah ja, okay. Dann ist wohl die Leiche dort draußen, sie wohl. Grubenratte, nichts Besonderes. Ach, hier waren wir doch schon mal, ne? Wegen der Quest von damals, das weiß ich noch. Auf jeden Fall müssen wir aber, wenn wir jetzt hier soweit fertig sind, nochmal zurück zum alten Bauernhaus, denn da gibt es noch eine Art, ich sage es jetzt mal, ja, die Sterling, genau. Sterling, jetzt weiß ich wieder, wie sie heißen. Sterlingsruine. Also gehe ich mal von aus, dass es eine ist. Das Symbol ist halt das von den Zwergen aus Skyrim und ich meine, das wären doch halt immer diese Sterlingsdinger gewesen. Oh. Und ich hänge fest. Wieder einmal. Ich hänge fest. Das ist jetzt nicht wahr. Ich hasse es. Das kotzt mich in diesem Spiel richtig. Wie ging das denn nochmal so? Ja. Das kotzt mich an. In diesem Game. Du hängst dich hier überall rein. Okay, das war also tatsächlich nur ein kleines Dieblager hier. Straßendieb, ja. Nichts Besonderes. Was? Der Saft der Pflanze heilt euch. Ah, okay. Ist ja schön. So, hier gibt es auch noch eine Hütte. Hier oben. So, Ende Gelände. Noch ein Skelett oder war's das? Oh, oh mein Gott! Du dreckiger Bastard! Oh, Junge! Hab ich mich erschrocken gerade? Auf einmal kriege ich einfach nur so einen Pfeil ab. Nein, ich bin nicht schreckhaft. Ich doch nicht. Das war ich nie und das werde ich auch nie sein. So, das oben wird wahrscheinlich genau dasselbe sein. Auch irgendein Banditenlager. Aber jetzt wisst ihr, warum ich auch keine Horrorspiele spiele. Genau wegen sowas. Ich meine, ich liebe ja aber eigentlich auch Horrorspiele. Ich habe ja
ein, zwei Projekte hier auf meinem Kanal, Let's Played. Oder drei, wenn man Monstrum dazu zählen kann. Was seid ihr denn? Ihr seht aber wirklich sehr interessant aus. Wegelosenlager. Ne, ihr seht nichts. Ich nehme alles zurück. Okay, da hatte ich ja wohl recht. Weil euer Zelt sah besonders aus, aber als ich dann Wegelosenlager eben gesehen habe, da wusste ich sofort, das sind einfach nur irgendwelche Banditen. Mal wieder. So, Idrisch, sehr schön. Den Rest kannst du dir sonst wohin schieben. Gut, wo sind wir denn jetzt gerade aktuell? Wir sind komplett falsch eigentlich. Ich würde wieder gerne hier zum Bauernhaus zurück. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall etwas, das ich auf jeden Fall auch ansprechen möchte. Ich werde auf jeden Fall nicht alles erkundet haben, weil ich einfach die Karte nicht kenne. Sag mal, dieses Pferd ist auch jetzt überall, wo ich bin. Seitdem wir das da hatten, um wen zu retten? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach ja, Rineus, der aber dann doch leider verstorben ist. Hallo! Ach, leck mich doch. So, da hinten ist nämlich so eine... Ich denke mal, das ist eine Sterlingsruine. Und dann können wir dort... vielleicht noch ein paar Sachen für unseren Kollege bei der Ralata finden. Ein paar alte Sachen. Ich will auf jeden Fall unbedingt hin. Wenn ich denn nur weiß, wie... Ich höre eine Windwurz, die will ich aber haben. Hier irgendwie am Fluss. Nee, ich habe doch hier eine Windwurz gehört. Ah, hier oben. So, komme ich irgendwie auf die andere Seite? Wenn nicht, muss ich, glaube ich, einfach außen rumlaufen irgendwie. Ich gehe nochmal zurück. Also wie gesagt, ich will und werde hier nicht alles erkunden. Aber jetzt, die Zeit, die ich mir halt jetzt dafür genommen habe, werde ich natürlich nutzen. So. Das ist schon scheiße, ne? Man ist gerade so genüsslich irgendwie am Bier trinken und dann kommt da erstmal ein Feuerball angeflogen. Scheiße war's, scheiße war's. Genau hier. Hier will ich jetzt mal hin. Den Ort haben wir gemieden, was ja auch verständlich war am Anfang. Oh mein Gott, was ist das hier für ein Weg hoch? Was? Noch einer? Ach, ich hab mich... Ah, Mist, ich bin ja auch noch irgendwie... Ich hab doch irgendwie... Bin ich doch krank, oder? Nein? Ich dachte irgendwie, ich wäre irgendwie krank oder so. Ach du Scheiße, was ist denn das? Da hinten ist eine Burg. Das sieht auf jeden Fall schon interessant aus, die Burg da hinten. Was ist denn hier los? Lauter Bienen. Alter, hier ist ja alles voller Bienen. Ihr macht mir keinen Schaden. Lasst es doch einfach bleiben und verpisst euch, wenn ihr mich seht. Was zum Henker ist das hier? Also mal geschweige davon, dass das mega geil hier aussieht.
Wow. Hier geht es rein. Ja, und da oben dann nicht, ne? Schätze ich. Das ist dann aber das eine Eisbranke, die wir nicht haben. Jede Eisbranke ist wichtig und... Alter, ja, gibt es ja einiges zu entdecken auf der Karte, ey. Freue ich mich. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir da mal rein. Guter Abenteurer. Mythenlegende Aschewitwe. Interessant. Die müssen wir auch noch finden, diese mystischen Viecher. Toll, ich komme hier rein. Und werde direkt erstmal angegriffen. Das ist ja toll. Das freut mich ja doch direkt. Hier kriegen wir Arkanistenfieber. Interessant. Was bist du denn? Was stand da jetzt gerade? Die Wand sieht brüchig aus. Naja, brüchig sieht sie wohl nicht aus, sonst hätte ich ja jetzt... Sonst wäre ich da jetzt ja wohl durchgekommen. Ist hier irgendwie was Besonderes? Nee. Und hier hole ich mir also Arkanistenfieber ab. Hä? Ja, brüchig ist sie ja nicht. Sonst würde sie... Was ist denn das hier eigentlich? Was ist das? Wow. Spinnen. Tschüss. Tschüss. Doch, ich höre noch mehr von den Viechern. So, was haben wir denn hier? Alte Kristallmünze. Oh ja. Nein, ich wollte mich nicht setzen. Ich wollte mich nicht setzen. Ich will diese Schrift, die kann ich eigentlich mitnehmen, oder was? Ach so, die lag da so rum. Ich dachte, die könnte ich... Alter, sind hier hinten viele Schriftrollen. Na, da nehme ich alles mit. Vielleicht ein Ambrosia-Trank. Sowas wäre ganz nett. Ich riskiere es für Ambrosia. Immer dieser, immer dieses extra Ding, das wir hier finden. Noch irgendwelche Kristallmünzen? Nee, gut. Noch ein toter Abenteurer. Okay, entweder geht's da weiter, da gibt's ja noch einen anderen Weg. Da gibt es mehrere Wege. Oh je, oh je, oh je. Das hier nenne ich mal Spinneneier, ne? So, tschüss mit dem Bogenschützen. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Für euch reicht es auf jeden Fall alle Male. Das hat sich gelohnt, würde ich mal behaupten. Hier haben wir eine Uhr noch gar nicht gesehen. Mann, ich drücke immer die falsche Taste zum Rennen. Das bin ich noch so von Skyrim gewöhnt.
Ist die da hinten tot? Ja, scheint so. Hallo? Hallo? Also okay, hier sind auf jeden Fall die Spinnen schon tot. Ich habe irgendwie Angst, dass irgendwann was von der Decke kommt. Oh, da ist ein ganz großes Viech. So, die snack ich eben mal weg. Ach, das hat auch schon für dich gelangt. Sehr schön, na dann. Hier ist noch ein toter... Ne, einfach nur eine Leiche ist das jetzt hier. Ein Brief. Guck mal einer an, Ambrosia. Wir haben Lavendel mit hier reingenommen. Große Teile des Briefes sind blutverschmiert, einige davon aber noch lesbar. Folgende Passage erscheint euch interessant. Dann machen wir es so. Ich gehe zur alten... Was soll denn das für ein Buchstabe sein? Hä? Zollstation im Herzland? Soll das ein S sein? Keine Ahnung. Und du suchst mit Hector dieses alte Hügelgrab an der Sonne... Nee, ein S ist es nicht. Was ist das für ein scheiß Buchstabe? Also das ist für mich eine 3. Aber... Okay. Ich weiß es nicht. Egal. Blablabla. Was habe ich jetzt gesagt? Blablabla. Eine alte Hügelgrab an der Sonnenküste ab. Vergesst nicht, was der alte Mann uns gesagt hat. Das mag zwar eine Ruine sein, aber gerade in diesem roten... Mit diesem roten Wahnsinn, von dem in letzter Zeit alle reden, sollten wir uns darauf einstellen, den ein oder anderen Schädel eindreschen zu müssen. Also wir treffen uns dann im Nomaden-Ark wieder. Wahnsinn, wenn da etwas dran sein sollte, dann sind wir alle reich. Es heißt, dieser seltsame Kauz zahlt uns für alle Rüstungsteile genug, um jahrzehntelang jeden Tag mit einem anderen Weib in der Silberwolke zu verbringen. Silberwolke, okay, was ist das? Unter in deinem Fall mit einem anderen Kerl. Das wird unser großes Ding, Gevatter, ich sag's dir. Was für Rüstungsteile denn? Gibt's hier was Besonderes? Oh, jetzt bin ich aber echt ein bisschen neugierig. Gerade, muss ich ehrlich sagen. Das war die Königin, wow. Ein Schuss habe ich gebraucht und die war tot. Hey, hey, hey. Mach mal halblang. Zutaten, oh ja. Wo ist denn jetzt der Skelett? Da hinten. Toll, nichts dabei hast du. Ne, stopp mal, das war der falsche. Hier ist der Skelett. Hier ist der Skelett. Weil das war ein Bogenschütze und hatte sicherlich kein Beil dabei. Uff, soll ich da runter? Oh, ich habe so ein ganz mieses Gefühl hierbei. Ich darf natürlich auch nicht den anderen Weg vergessen, den wir da hätten gehen können. Ja, da geht's einfach mal runter. Habe ich nicht einen Wasseratmungstrank dabei? Ich sehe mich hier erstmal um. Wenn nicht, trinke ich eben mal einen. Ich weiß nicht. Der Wasseratmung, ranzig. 10 Sekunden, das bringt jetzt auch nichts. Okay, hier gibt es einen Weg. Ich muss mir direkt den richtig merken. So, das heißt jetzt runter und geradeaus durch. Und hoch. Gibt es hier irgendwie was Besonderes, bevor ich jetzt hier irgendwie weitermache? Eine Muschel. Wir müssen immer auf dem Boden der Tatsachen sein. Ja, hier gibt es einen Weg hoch. Nee, gibt's nicht. Hallo? Doch, gibt es. Sollte doch ein Weg sein. Oh, meine DPI ist viel zu hoch.
Hä, wieso? Wie ist denn der Feuerball geflogen? Was war denn das eben? Was ist denn das? Oh mein Gott, wer bist denn du? Oh, du warst aber schnell tot. Okay. Ich nehme alles zurück. Wow, was ist das denn hier bitte? Wo ist denn jetzt dieser Magier hier? Ich guck mir jetzt erstmal nicht an, was das alles hier ist. Wir haben auf jeden Fall seinen Schlüssel und... Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier... Weil das Knochenmehl ist jetzt mir eigentlich auch egal, aber hier... Da können wir Gifte machen. Das könnte auf jeden Fall doch ganz nützlich sein. Also Gifte will ich auf jeden Fall brauen. Und auch damit spielen. Dann nehme ich auch gerne jede Leiche mit, die geht. So, was zum Henker ist das hier für ein Ort, bitte? Sieht auf jeden Fall irgendwie besonders aus, aber ist jetzt hier irgendwie was oder wie oder was oder wo? Eine versteckte Truhe. Also das mit den Groschen ist auf jeden Fall geil, dass wir da immer so Geheimfächer finden. Hey, was ist das hier? Ist das jetzt? Sieht halt so besonders aus. Das Licht, woher kommt das Licht? Hallo? Okay, das Licht ist einfach irgendwie da. Das ist irgendwie eine Lichtquelle oder so, aber nichts Besonderes. Was ist das denn? Schade. Habe ich mir jetzt mehr erhofft, gerade bei so einem Raum hier. Wo auch noch so ein Typ hier den Namen hat. Ja. Nichts Besonderes ist. Okay. Wie komme ich hier eigentlich wieder raus? Das ist eher meine andere Frage, die ich gerade habe. Oh ja. Teleport nach Flussheim. Ich glaube, das ist ganz gut, dass wir den gefunden haben gerade, weil ich wüsste jetzt gerade hier nicht, wie ich hier zum Henker rauskommen soll. Dass wir eine Teleportrolle hier haben, ist ja mal ganz gut. Also jedenfalls merken, wenn wir hier reinkommen, eine Teleportrolle mitnehmen. Was ist das? Bisschen... Mein an, hier ist so ein komischer Fisch. Das ist sein Zuhause. Da will ich ihn natürlich jetzt nicht irgendwie töten. Ja, ich glaube, hier kommt man nur mit einer verdammten Teleportrolle raus. Das gibt's ja nicht. Ah, ne. Dahin. Ach, Gott sei Dank. Also, so ein bisschen Angst habe ich schon gerade gekriegt. Au! Das ist gut. So, weiter geht's hier. Mal atmen und jetzt drin. Aha. Nächster Abteil. Ah, wir sind wieder hier, aber da gab's noch einen Weg. Den würde ich noch liebend gerne gehen. Wir gehen noch mal rein. Da gab es definitiv ja noch den anderen Weg. Den gehen wir jetzt auch noch. Ja, ja. Drück mir ruhig nur Arkanistenfieber rein. Wenn's dir gefällt. Ich kann mich jederzeit ohne Probleme um 15% einmal heilen, wenn ich das möchte. Der Rest ist mir scheißegal. So, nehme ich hier... Ich habe gerade gedacht, da wäre ein Seelenstein drin, aber habe ich nicht geirrt. So. So, hier nämlich. Was ist denn dann das? Hallo.
Nochmal eine alte Kristallmünze, sehr schön. Bandur? Wer bist du denn jetzt schon wieder? Hier ist nichts. Ja, ich wollte nur gucken. Ich wollte nur gucken. Gut, dann sind wir hier fertig, meine lieben Freunde. Dann würde ich einfach sagen, ich gehe jetzt an Offscreen hier raus und dann sehen wir uns einfach draußen im nächsten Part wieder von Let's Play Enderworld. Macht es gut. Ciao.